Irgendwann siegt das Gesetz der Schwerkraft an den Märkten, vor allem an den Aktienmärkten dauert es manchmal ein bisschen länger, aber sei es drum, wir sehen heute eine längst überfällige Korrektur. Warum war diese Korrektur überfällig? Weil wir maßlos überkauft waren, angespannt waren bis zum Get-No in vielen Parametern. Und wenn ein Seil extrem angespannt ist, immer weiter gespannt wird, irgendwann schnappt es dann zurück. Ist damit jetzt die Bärenmarkt-Rally vorbei? Noch nicht sicher. Wir müssen jetzt abwarten, wie diese Korrektur sich ausprägt. Je impulsiver, je heftiger sie ist, umso wahrscheinlicher, dass wir mit diesem massiven Anstieg 17-18% von den Tiefs im Juni nur eine Bärenmarkt-Rally gesehen haben. Wenn wir sehen, dass da nicht so wirklich viel kommt und dann gleich der Wille wieder erkennbar ist, wirklich nach oben zu gehen, dann können wir auch neue Verlaufshoch sehen über den gestern erreichten 200-Tages-Durchschnitt, der praktisch das Signal war für die Institutionellen, aus dem Markt rauszugehen. Das hatte gestern etwa Michael Hartnett von der Bank of America klar gemacht. 4.328, wir waren in der Spitze gestern bei 4.327,5 beim S&P 500. Dann kam zunächst mal nach Erreichen dieses Niveaus eine Korrektur intraday, dann ging es wieder nach oben, aber heute setzt sich die Bewegung nach unten fort. Warum, will ich gleich zeigen. Sehen wir mal hier uns an, das sind die verschiedenen Sektoren im S&P 500. Ganz rechts unten ist der S&P 500. Alles, was in diesem dunkelroten Bereich ist, ist überkauft. Manche sind sogar über diesen dunkelroten Bereich hinausgegangen. Etwa Consumer Discretionary, ein Risk-On-Sektor oder die Finanzwerte. Der S&P 500 selbst ist maßlos überkauft. Einziger Sektor von diesen 11 Sektoren im S&P 500, der nicht maßlos überkauft ist, ist übrigens der Energiesektor. Alles andere ist wirklich sehr, sehr sportlich gelaufen in letzter Zeit. Und wie gesagt, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Dann schnappt es eben auch mal zurück. Wir sehen hier, wie Sven Hendrik zeigt, den NYSE, also die gesamten Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden. Und da hält man sich auch gern an charttechnische Muster. Wir sind bei dieser Korrektur, die wir gesehen haben, seit Jahresbeginn bis Mitte Juni gelaufen, direkt an das ehemalige Allzeithoch kurz vor dem Corona-Crash im S&P 500, sind von dort aus nach oben abgeprallt und haben jetzt eine wichtige Widerstandslinie erreicht gehabt und prallen jetzt von dort wieder ein bisschen nach unten. Also alles ziemlich regulär, alles nicht wirklich erstaunlich, alles durchaus im Rahmen. Und Lance Roberts, der fast täglich dieses Video 3 Minutes on Markets and Money macht, sehr empfehlenswert, by the way, hatte ich mehrfach schon empfohlen, der zeigte, dass der S&P 500 zwei Standardabweichungen über seinem 50-Tages-Durchschnitt gehandelt hat. Und wenn wir uns mal in den letzten Monaten und Jahren anschauen, wann das passiert ist, dann sehen wir immer, wenn das passiert, gibt es einen Rückschnapper. Heißt nicht, wie gesagt, dass es jetzt in einer Linie nach unten geht, aber dass eben die Dinge zu stark überreizt waren, zu stark auf der Oberseite praktisch gestrafft waren und irgendwann ist Schluss und dann muss ein bisschen Druck abgelassen werden. Und da sucht sich dieser Druck dann eben das Ventil und das wird gefunden. Das Ventil waren heutige Inflationsdaten aus UK, dazu gleich mehr. Wir sind jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit, nämlich von Juni, aus total Katastrophe, keiner will Aktien haben, in eine Situation, wir wollen Aktien haben, wir betreiben Fear of Missing Out. Wir sehen hier die sogenannte, das Delta bei den Triple Qs, also praktisch, wenn man so will, die Hebelung, die hier im Markt ist bei Optionen auf den Triple Q, also das Nasdaq, den Nasdaq, wenn man so will, Triple Q ist ein Nasdaq ETF. Hier sehen wir, dass wir hier im Juni ganz, ganz unten waren, totale Katastrophe und dann booms ganz oben. Wir waren nur einmal noch ein bisschen höher in den letzten Jahren und das war im Jahr 2021. Also kein Wunder, da sind alle jetzt wieder auf derselben Seite unterwegs, vor allem die Gehebelten sind auf einer Seite unterwegs, nämlich jetzt auf der Long-Seite. Und dementsprechend muss jetzt mal was zurückkommen. Klar, wir hatten diese Buybacks, gestern noch massive Buybacks, Rückkäufe, Aktienrückkäufe der Unternehmen. Wir hatten Short-Eindeckungen, wir hatten eine sehr defensive Positionierung von vielen Vermögensverwaltern und. All das hat diese Rallye maßgeblich getrieben, beeinflusst. Aber so wahnsinnig viele Shorts sind jetzt nicht mehr vorhanden. Aber
Wie gesagt, die Frage ist noch nicht entschieden, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Luft holen. Möglicherweise, und das sagt Sven Henrik, und dieser Meinung würde ich mich anschließen, wir wissen noch nicht, ob das nur eine Bärenmarkt-Rallye war oder nicht. Ich habe mich ja schon früher aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das, was wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, ist eine Bärenmarkt-Rallye, aber ich kann mich täuschen. Es wird sich wahrscheinlich bis in den September, Oktober hineinziehen und die Frage wird sein, naja, wenn wir jetzt diesen Pullback, diesen Rücksetzer machen, wo stoppen wir da? Stoppen wir bei der 50-Tages-Linie? Wie gesagt, wir sind zwei Standardabweichungen über dieser 50-Tages-Linie. Wenn wir solche Marken, die in den USA, die von den Investoren in den USA, gerade von den Professionellen, sehr, sehr ernst genommen werden, wie wir jetzt mit dem exakten Erreichen der 200-Tages-Linie gesehen haben, wenn die gehalten werden und dann es wieder nach oben geht, wir dann ein neues Verlaufshoch machen, also über das gestern erreichte Tageshoch rauskommen, ja, dann würde die Wahrscheinlichkeit massiv geringer, dass wir nur eine Bärenmarkt-Rallye sehen. Wie gesagt, das muss die Zeit zeigen und das muss eben erst noch klargestellt werden. Jetzt hat da auf YouTube einer kommentiert, lieber Fugi, du übersiehst eine Sache, im November sind die Midterms in den USA. Bis dahin darf es keine Krise an den Märkten geben. Die Demokraten brauchen Stimmen, deswegen wird alles hochgepumpt. Na, das ist schon ein valides Argument. Klar, Joe Biden könnte durchaus einen Aktienmarkt gebrauchen, der jetzt nicht komplett abgesoffen ist. Aber vielleicht ist eins zu bedenken, die Leute und vor allem die Wählerschaft von Joe Biden, das sind ja in der Regel jetzt entweder sehr reiche Leute oder die große Masse derjenigen, die eher Geringverdiener sind. Vielleicht könnte man das Wählerpotenzial der Demokraten in den USA so bezeichnen. Jedenfalls sind da bei vielen, vielen Menschen praktisch keine Aktien im Depot. Die haben keinen Aktiensparplan, 401k. Den doch sehr viele Millionen Amerikaner haben. Also für die ist wichtiger, was macht meine Miete, was macht mein Einkauf im Supermarkt, wenn ich schon Oberkante, Unterlippe, gerade so durch den Monat komme, dann interessiert mich nicht, wie die Aktienmärkte stehen, da habe ich im Zweifel keine Aktien, sondern dann will ich, dass die Preise in den Supermärkten fallen, dass meine Miete nicht weiter durch die Decke schießt und. Das ist den Leuten wichtiger und ich glaube, das ist ein Gegenargument für diese These, dass jetzt die Fed unbedingt die Märkte oben halten will, zumal die Fed ja auch jetzt nicht gerade eine politische Partei ist, die hier zugunsten von Joe Biden agiert, auch wenn Jerome Powell natürlich auf Geheiß von Joe Biden gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Inflation wirklich bekämpfen, aber kann natürlich sein, dass das eine Rolle spielt, wir werden sehen, aber wir werden auch sehen, dass die Inflation nicht wirklich nach unten kommt. Was Sie hier sehen, das ist eine Aufstellung über die nächsten Veröffentlichungen zu den Inflationsdaten in den USA und machen wir uns nichts vor, es war ja vor allem jetzt die niedriger als erwartet ausgefallene Inflation, die am 10. August, also genau vor einer Woche veröffentlicht wurde, die nochmal diese Rallye maßgeblich dynamisiert beschleunigt hatte, weil der Markt sich sagt, Peak Inflation, dann wird die Fed die Zinsen nicht so anheben. Wenn die Fed die Zinsen nicht so anhebt, dann stürzt die Wirtschaft nicht in eine Rezession. Alles schön und gut. Jetzt, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt die letzten Inflationsdaten ausgefallen sind zum Vormonat, die also wie gesagt vor einer Woche veröffentlicht wurden, minus 0,01%, also praktisch unverändert. Würden jetzt die nächsten beiden Monate, die am 13. September und 13. Oktober dann veröffentlicht werden, nämlich die Inflationsdaten, würden die genauso reinkommen, nämlich minus 0,01%, dann wären wir am 13. September bei einer Inflation von 8,3% und im Oktober, am 13. Oktober, also vergleichsweise kurz, drei Wochen etwa vor den US-Zwischenwahlen, das ist die letzte Veröffentlichung vor den Zwischenwahlen, bei immer noch 8,0%. Wo steht derzeit der Leitzins der amerikanischen Notenbank? Bei 2,5%. Wenn Sie die Zinsen nochmal anhebt, jetzt im September 0,5 oder 0,75, dann wären wir bei 3 oder bei 3,25%, wäre also noch eine sehr, sehr große Lücke jetzt zu dieser Inflation. Und dazu gleich mehr nochmal einen Artikel von mir, der zeigt, warum es unwahrscheinlich ist, dass diese Inflation wieder genauso ausfällt oder zumindest hier nicht nochmal ansteigt, eben vor allem aufgrund der sogenannten Sticky Components, also der
eher trägen Komponenten, die nicht so schnell sich verändern wie die Energiepreise, vor allem Mieten und Owners Equivalent Rent, also alles, was mit Immobilienmarkt zu tun hat. Da sind die Hauspreise massiv gestiegen, 20% zum Vorjahresmonat. Und jetzt laufen eben Stück für Stück dann Mietverträge aus. Dann wird ein neuer Mietvertrag gemacht. Der Vermieter hebt in der Regel dann die Miete an, weil er sagt, naja, die Preise sind ja insgesamt gestiegen, Inflation, und guckst du auf die Hauspreise, und da hebe ich mal die Miete an. Das heißt, wir bekommen in den nächsten Monaten bis Jahren eine weiter steigende Inflationsrate, alleine schon durch die so wichtige Komponente Miete und Owners Equivalent Rent. Das macht ein Drittel der Inflationsberechnung aus. Energie ist deutlich weniger gewichtet mit 5, irgendwas Prozent. Also da haben wir praktisch Triebkräfte, die die Inflation hochhalten. Deswegen glaube ich nicht, und ich glaube, man kann eigentlich aus rationaler Sicht nicht dran glauben, dass wir jetzt sofort eine stark fallende Inflation haben. Ich selber habe immer gesagt, wir sehen wahrscheinlich bei diesen 9,1% Peak Inflation. Aber damit ist nicht gesagt, dass die Inflation schnell runterkommt, sondern sie erreicht ein Hochplateau, bleibt oben, geht langsam runter. Und da kann die Fed jetzt nicht einfach sagen, naja gut, dann haben wir halt jetzt nur 8% Inflation, im nächsten Monat wieder 8, dann vielleicht 7,9 und wir lassen die Zinsen jetzt nicht mehr steigen. Das wird nicht funktionieren. Wann würde die Fed umsteuern? Das hat die Bank of America Großinvestoren gefragt und die haben gesagt, naja, wenn die Inflation unter 4% wäre, nämlich die Personal Consumption Expenditure Deflator Inflation, schwierige Geschichte auf jeden Fall, eine Art Kernrate der Inflation, wenn die unter 4% fallen würde, das sagen die allermeisten als die Grenze, wo die Fed dann aufhören würde, die Zinsen anzuheben. Da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Dementsprechend ist diese Zinswende nach unten, die von manchen und von den Aktienmärkten insgesamt schon eingepreist wurden, wahrscheinlich noch sehr, sehr weit entfernt. Ich hatte vorhin gesagt, was so ein bisschen der Auslöser für diese Korrektur ist, das waren die Inflationsdaten aus UK. Ich hatte heute Morgen schon darüber berichtet. 10,1%, nochmal mehr als die ohnehin erwarteten 9,8%. Was ist dann passiert? Dann haben wir gesehen, dass die Renditen für britische Staatsanleihen nach oben ausgebrochen sind. 28 Basispunkte gestiegen, das ist eine Menge Holz, auf jetzt 2,43% bei der zweijährigen Rendite, höchster Stand seit 2008. Und die Citigroup sagt, im nächsten Jahr haben wir 15% Inflation. 15% Inflation. Und das hat insgesamt, nämlich diese Inflationsdaten aus UK, die haben insgesamt die Anleiherenditen weltweit nach oben gebracht, die amerikanische, die europäischen Anleiherenditen. Und das schmeckt dann den Aktienmärkten eben nicht so richtig. In UK hat jetzt eine Supermarktkette beschlossen, man bietet Geringverdienern zinslose Kredite an, wenn sie einkaufen, damit die überhaupt noch einkaufen können im Supermarkt. Soweit sind wir schon. Hier sehen wir das nochmal, die zweijährige US-Anleiherendite ist nach oben geschossen, tendiert wieder nach oben, scheint jetzt aus dieser Konsolidierung nach oben auszubrechen. Völlig andere Message also der Anleihemärkte als die Message der Aktienmärkte. Die Anleihemärkte sagen, nö, Inflation wird nicht so schnell runtergehen, die zweijährige reagiert ja sehr stark auf die Zinspolitik der Fed, stärker noch als die 10-jährige US-Staatsanleihe, die gleichwohl auch heute knapp 10 Basispunkte gestiegen ist, auf jetzt über 2,90%. Und wenn wir uns jetzt mal die sogenannten Dotplots anschauen, heute Abend ja wichtig, das FOMC-Protokoll, das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Diese Sitzung war ja vor den Inflationsdaten, die in der letzten Woche veröffentlicht wurden. Gleichwohl gibt es einen redaktionellen Prozess. Das heißt, da wird man vielleicht so das eine oder andere noch reinschmuggeln, wird vielleicht durchaus registriert haben, dass die Aktienmärkte eben massiv gestiegen sind, was die Financial Conditions dann wieder laxer gestaltet. Jedenfalls sehen wir, dass die Notenbanker selbst so eine Zinsrate zum Jahresende so bei 3,7, 3,8 bis 4,2% etwa erwarten. Das würde bedeuten, wir sind noch ein gutes Stück weit entfernt von dem Endstand, wenn diese Dotplots eintreffen, von dem Endstand oder von dem Stand Ende 2022. Die Fed würde also noch weiter die Zinsen anheben. Und je stärker die Aktienmärkte steigen, umso hawkischer muss die Fed werden. Jetzt haben wir ja Ende des Monats Jackson Hole, diese Notenbankerkonferenz in den USA. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, wie die Märkte bis dahin agieren. Heute haben wir die Einzelhandelsumsätze gesehen in den USA gemischt. Die Headline-Zahlen ein bisschen schlechter, die Kernrate besser. Vor allem auch die sogenannte Control Group, also das, was ins BIP einfließt, war stärker als erwartet. Zumindest von der Seite her
kein Grund zum Umsteuern für die US-Notenbank in Sachen Zinspolitik. Wenn wir uns mal anschauen, welche Daten eigentlich früh indikatorisch sind oder spät indikatorisch, dann sehen wir, dass solche Umfragen, Stimmungsumfragen wie Consumer Sentiment Michigan, also Verbraucherstimmung, wie etwa Hausmarkt, dass das eher Frühindikatoren sind, während wir auf der anderen Seite sehen, dass eben zum Beispiel Einzelhandelsumsätze, Industriedaten oder vor allem auch der Arbeitsmarkt spät indikatorisch sind. Das heißt, wenn die Fed schlau ist, dann wird sie eben gerade auf solche Daten achten, die eben den Zyklus dann wirklich anführen. Schauen wir mal nach Europa. Anders als in den USA haben wir jetzt im zweiten Quartal ein positives BIP gesehen. Die EZB hatte immer gesagt, na ja, dass wir die Zinsen nicht so anheben wie die amerikanische Notenbank, liegt ja daran, dass wir eine viel schlechtere Wirtschaft haben. Die Daten geben das jedenfalls nicht her. Die Amerikaner ja zwei negative Quartale in Folge. Wenn wir uns allerdings mal das Außenhandelsbilanzdefizit der EU anschauen, dann sehen wir, dass vor allem das Defizit zu China deutlich größer geworden ist, das Defizit vor allem zu Russland deutlich größer geworden ist. Also da hat man ein ziemlich saftiges Bilanzdefizit hingelegt und das dürfte sich nicht so schnell ändern, solange die Energiepreise da oben stehen. Die Amerikaner haben jetzt so viel Crude Oil exportiert nach Europa wie noch nie. Das heißt, wir ersetzen mehr und mehr das russische Öl durch amerikanisches Öl. Das aber ist natürlich teurer. Das führt dann zu solchen Dingen. Jetzt hat übrigens das chinesische Militär angekündigt, mit russischen Truppen Verteidigungsübungen zu machen. Also da rücken scheinbar diese beiden Großmächte noch weiter aneinander. Wenn wir vom Reich der Mitte sprechen, also von China, dann sehen wir, dass etwa die Stadt Huzhou jetzt staatliche Unternehmen, sogenannte SOEs, aufgefordert hat, selber von den angeschlagenen Immobilienentwicklern Häuser oder Wohnungen zu kaufen. Das heißt, faktisch läuft es dann so, dass China versucht, seinen Immobilienmarkt zu retten, indem staatliche Firmen dann selbst die Wohnungen kaufen. Praktisch geht dann das Ganze in die Staatsverschuldung rein, wenn man so will. Und die chinesischen Staatsfirmen sind so massiv verschuldet, über 200% des BIPs alleine die chinesischen Staatsfirmen, der Staat an sich gar nicht so, wenn man jetzt eben diese Staatsfirmen nicht rechnen würde, sei es drum. Und wir haben jetzt eben auch ähnliche Energieprobleme in China. Chongqing, eine Kleinstadt mit einem Verwaltungsdistrikt von 32 Millionen Einwohnern, hat jetzt den Stromverbrauch gedrosselt für Industrienutzer. Und etwa in Pengzhou ist es so, dass man etwa den Stromverbrauch in Shopping-Malls oder auch in Supermärkten einschränkt. Also auch die Chinesen haben hier ein Riesenthema und all das führt dazu, dass Energieträger wie Kohle weiter im Preis steigen und zwar weltweit. Europäische Kohle-Futures wie auch die asiatischen Kohle-Futures sind nahe der Allzeithochs. Die asiatischen, die europäischen haben jetzt wieder mal ein neues Allzeithoch erreicht. Gas ist in Europa mit dem maßgeblichen Kontrakt heute nur 1% gestiegen. Das ist ja schon moderat. Ja, da muss man sagen, ist ja Stagnation in gewisser Weise. Heute hat der Norsk Hydro, einer der größten Aluminiumhersteller der Welt, angekündigt, eine Fabrik zu schließen, und zwar in der Slowakei. Und Wall Street selber fragt, naja, angesichts dieser Energiepreise und dieser Energiepolitik, wer würde da wirklich in Europa irgendwie eine energieintensive Firma aufmachen? Das wird man sich wohl durchaus 2- oder 7-mal überlegen. Wie stark das dann wirklich in der Realität sich niederschlägt, das hat Alf, ein italienischer Finanzanalyst erster Güte, gezeigt. Ein Italiener, wie gesagt, der sagt, also ganz wenige Kilometer hier in Süditalien von da, wo ich wohne, da hatte damals die Gas- und Stromrechnung noch vor einem Jahr 120.000 Euro betragen für eine Firma, jetzt mit der neuen Rechnung 979.000 Euro. Und der Firmeneigner hat dann gesagt, naja, hätte ich im Juli jetzt die Firma geschlossen und Urlaub gemacht, dann wäre das besser gewesen, als überhaupt die Firma aufzulassen angesichts dieser Kosten. Das zeigt, wie krass die Dinge sind. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, warum die Inflation nicht so schnell runterkommt, warum aus meiner Sicht die Märkte hier auf dem völlig falschen Dampfer sind. Inflation in den USA fällt nicht unter 8%.
warum die Aktienmärkte so optimistisch sind, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Es ist ein Video eines amerikanischen Analysten, der das hervorragend auf den Punkt bringt. Sehr, sehr empfehlenswert. Bitte angucken, erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung hier, diese verrückte Rallye, die weitergeht, etwa bei einer Aktie wie Bed Bath & Beyond, heute auch schon wieder an die 30% gestiegen. Darüber ein Artikel über diese crazy Armee der Privatanleger, die im Rausch agiert, wie im Jahr 2020 und 2021. Wenn wir uns mal die Gewinnerwartungen für Bed Bath & Beyond anschauen, unten, dann sehen wir negativ, die Aktie oder das Unternehmen dürfte Verlust schreiben, was diese Kursentwicklung noch absurder scheinen lässt, als es ohnehin schon ist. Also diese beiden Artikel empfehle ich heute um 20 Uhr, FOMC-Protokoll, reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Das könnte die Märkte durchaus in die eine oder andere Richtung nochmal bewegen. Ich sage Servus und Ciao.